Hallo und ganz herzlich willkommen zum Mutige Stimmen Podcast, dem Podcast für Menschen mit Multiple Sklerose, die trotz der Krankheit frei, aktiv und selbstbestimmt leben wollen. Mein Name ist Samira und ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier einzuschalten zu diesem Podcast-Special. Es ist ein Special, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich und ich freue mich ganz, ganz toll, dass ich ihn heute hier begrüßen darf. Ich habe Kevin zu Gast und Kevin kennst du vielleicht vom DMSG-Kanal oder du kennst ihn von Instagram. Dort heißt er Kevin Kämpferherz, einer der wenigen Männer, die über Multiple Sklerose bloggen und auf Social-Media-Kanälen aufklären. Ja, hallo Kevin, cool, dass du da bist. Hallo Samira, cool, dass ich da sein darf. Ja, sehr schön. Du bist 28, du kommst aus Kassel, um so ein paar Rahmenbedingungen zu geben. Kevin, würdest du ganz kurz so ein bisschen was zu dir erzählen, was du machst, wo du herkommst und wie dieser Impuls kam, über MS zu bloggen? Wie lange hast du schon MS? Stell dich doch mal vor. Ja, kann ich gern machen. Also mein voller Name wäre Kevin Mark Hoffmann. Ich bin 28 Jahre alt. Wie du schon gesagt hast, komme ich aus Kassel, hier geboren und aufgewachsen. Die Krankheit Multiple Sklerose kenne ich jetzt an mir selbst seit dem Jahr 2014. Und wie es bei vielen so ist, ist man direkt nach dieser Krankheit erstmal, wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen und man ist an einer Stelle im Leben, wo man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Ich habe mir damals versucht, Hilfe zu suchen, für meine Generation typisch im Internet, auf Social Media und so weiter, habe aber zumindest vor 5 Jahren noch nichts gefunden, was mir da geholfen hätte. Ja, kenne ich. Ansprechpartner so aus meiner Generation gab es nicht. Die waren meistens, das ist nicht degradierend, aber 50 plus. Und das war einfach, die hatten andere Gedanken und Sorgen als ich mit meinen Anfang 20. Und nach dem langen Kampf in der Depression, wo ich jetzt noch gar nicht so drauf eingehen möchte an der Stelle, habe ich mich dann dazu entschlossen, so 1,5 Jahre später, dass ich damit an die Öffentlichkeit gehe, um diese Person zu sein, die ich mir damals gewünscht hätte, dass sie da wäre. Und du sagst, vor 5 Jahren gab es noch nicht so richtig online die Stimme, die du gebraucht hast. Lag es vielleicht auch so ein bisschen daran, dass wenn dann vor allem Frauen 50 plus waren, oder würdest du sagen, ist es dann doch eher einfach eine Altersfrage gewesen und vielleicht auch so eine Verlaufsfrage? Ne? Also bei mir war das auch so, dass ich das Gefühl hatte, boah, denen geht's allen schon so schlecht und mir geht's eigentlich noch voll gut. Genau, also sowohl als auch. Ich muss sagen, vor 5 Jahren war ja immer noch Facebook so, zumindest weiß nicht bei mir, das leitende Social-Media-Tool. Und Instagram ist bei mir erst so nach und nach größer geworden, also zumindest für mich persönlich. YouTube habe ich zu der Zeit auch gerade so angefangen, immer intensiver zu schauen und irgendwann ja dann auch selber zu machen. Aber zu dem Zeitpunkt der Diagnose war Facebook hauptsächlich für mich da. Und da habe ich mich in diese so tollen Selbsthilfegruppen und MS-Gruppen eingewählt, wo aber dann tatsächlich, wie gesagt, die Leute viel, viel älter waren als ich und wie du auch schon gesagt hast, in einem nicht so guten Stadium. Das soll ja auch gar nicht heißen, dass ich mit denen nichts zu tun haben will. Nur hat mich das viel mehr abgeschreckt, weil ich wollte natürlich auch was Positives lesen und die Leute in dem Stadium waren häufig auch leider sehr negativ. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, dass es man sich dann sehr oft irgendwie was anhören darf, wenn man überhaupt eine Frage mal stellt oder so, wenn man sich schon traut, da sich zu offenbaren, dass man dann ganz schnell sich eine einfängt. Also du hast ja auch selber in unserem Vorgespräch mir schon berichtet, dass du da teilweise irgendwie die krassesten Kommentare an den Kopf geworfen bekommen hast. Ja, ich soll mich nicht so anstellen, ne? Also ich hätte jetzt die Diagnose frisch, also und ich bin ja noch jung, mir geht's ja gut. Warum ich denn jetzt überhaupt hier meine, meinen Mund aufmachen zu müssen? Und ich habe eigentlich nur ganz normale Fragen gestellt, weil man hat viele Fragen, besonders am Anfang. Und wurde da wirklich so angefahren von manchen Leuten, dass ich mal jetzt hier ganz kleine Brötchen backen soll. Ihnen geht's ja schon viel schlechter. Komm erstmal dahin, wo ich bin, im Rollstuhl mit Schmerzen und dann kannst du auch mal den Mund aufmachen. Und ich dachte mir, ja gut, aber ich habe ja trotzdem gewisse psychische und seelische Sorgen jetzt einfach gerade, weil ich weiß, dass ich für den Rest meines Lebens an dieser chronischen Krankheit leiden werde. Also es war ziemlich komisch. Ja, ich kenne das so krass, diesen Vorwurf, wo man sich so denkt, gibt es da irgendwie eine Skala, irgendwie wie behindert oder wie eingeschränkt man sein muss, bevor man sich über MS äußern darf? Also ich finde es echt teilweise so grenzwertig, weil nur weil man die Diagnose erst kurz hat oder nur weil man einen leichten Verlauf hat, heißt es ja nicht, dass man sofort weiß, wie man damit umzugehen hat. Und das ist ja letztendlich das, wofür wir ja auch da sind, ne? Den Leuten irgendwie was an die Hand zu geben und zu sagen, hey, das ist normal, dass es dir erstmal richtig scheiße geht. Und wie du schon gesagt hast, ne? Also das Scheiße muss ja gar nicht auf körperlicher Ebene
so doll sein oder nur auf körperlicher Ebene sein. Also ich finde, dass die psychische Ebene bei MS, ja, also sage ich mal, nochmal eine ganz andere Welt ist irgendwie, ne, als nur die körperliche. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, du hast gerade auch schon so erwähnt, dass du tatsächlich auch mit Depressionen zu kämpfen hattest. Willst du irgendwie so ein bisschen erzählen? Hing es dann damit zusammen, dass du nicht so richtig Infos gefunden hast online? Oder wie kam es dazu und wie bist du damit umgegangen? Ja, das war so ein Teufelskreis. Ich glaube, das ist bei vielen und das ist auch das, warum ich heute versuche, so viel Aufklärungsarbeit zu leisten, um die Leute schon abzufangen, bevor dieser Teufelskreis losgeht. Wenn du einmal in diese Spirale kommst der negativen Gedanken, wo alles einfach nur schlecht und doof ist, dann zieht dich das viel schneller runter, als du denkst. Und du merkst ja am Anfang gar nicht, dass du depressive Schübe hast. Das ist ja, du denkst, du hast einfach nur schlechte Laune und bist traurig. Aber wenn du das über einen langen, langen Zeitraum hast, und bei mir war so der Moment, wo ich gemerkt habe, du könntest mir jetzt meinen größten Wunsch erfüllen. Du hättest mir das Geschenk machen können, was ich mir schon seit Jahren gewünscht habe. Ich hätte mich in dem Moment nicht mehr drüber freuen können, weil ich mich gefühlt an nichts erfreuen konnte, weil meine Zukunft so ungewiss war. Und ich finde gerade so am Anfang, obwohl, das kann ich so nicht sagen, das kann ich nur für mich in meiner subjektiven Meinung natürlich sagen, aber so am Anfang des Lebens noch zu stehend, gerade so in den 20ern, wo ich auch als Mann ganz einfach natürlich an der Stelle bin, natürlich auch viele Frauen, aber dass ich gerade so dachte, okay, ich bin jetzt 20, ich fange jetzt an zu arbeiten, ich will jetzt lernen, ich will Karriere machen, ich möchte eine Frau kennenlernen, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte, ne, also klar, das klassische Leben, und das baust du dir in den 20ern auf, und sag ich mal so Ende der 20er, Anfang der 30er malt man sich so aus in seiner perfekten Welt, erreiche ich diese Ziele, und wenn du dann aber so mit 24 diese Krankheit kriegst, dann stellst du ja all deine Ziele und deine komplette Lebensplanung komplett neu in Frage und du startest ja wieder bei Null eigentlich. Und das hat... Ja klar, plötzlich musst du deinen ganzen Träumen irgendwie so einen neuen Rahmen geben, ne, und überhaupt mal gucken, ob das jetzt noch so geht. Also ich glaube, diese Angst, die einem da gemacht wird oder die man sich auch selber macht, also das trägt man ja auch selber unwahrscheinlich viel dazu bei, dass man so eine große Angst hat. Ja. Die setzt erstmal alles irgendwie so auf Pause und dann irgendwie mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Genau, was ich auch Prioritäten ganz einfach komplett verschieben. Also es ist ja dann ganz neue Fragen, die du dir stellst. Möchte ich jetzt überhaupt noch Kinder? Werde ich eine Last sein für meine Frau später, wenn sie sich eventuell im schlimmsten Fall um mich kümmern muss und gleichzeitig um die Kinder? Kann ich ihr das zumuten? Ne? Und das sind so Fragen, die du dir stellst, die ich heutzutage natürlich ganz anders beantworten würde. Heute sage ich, alles geht. Ne? Also es gibt für alles einen Weg. Ja. Und ich versuche da immer, die positiven Dinge rauszunehmen. Aber gerade wenn du die Diagnose hast, das ist wie wenn du frisch getrennt bist, da kann auch deine Mama zu dir kommen und sagen, du Kind, andere Mütter haben auch schöne Kinder, du wirst jemand Neues finden. In dem Moment willst du das nicht hören, weil du bist einfach nur überfordert mit dieser ganzen Situation. Ja, aber glaubst du, dass man heutzutage besser mit MS leben kann? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, und es ist jetzt natürlich so eine vage Vermutung, obwohl so vage ist es eigentlich gar nicht. Also es gibt ja immer mehr Leute, die irgendwie eine MS-Diagnose kriegen, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, immer mehr Leute mit leichten Verläufen. Hast du auch dieses Gefühl? Also es ist ja nicht nur ein Gefühl, es ist ja tatsächlich auch so, aber wie siehst du das? Also glaubst du, woran liegt's? Also das kann ich auf jeden Fall beantworten, weil ich würde jetzt mal pauschal sagen, ich habe ja auch 4 Jahre jetzt in der Patientenberatung gearbeitet und durch Social Media etc. Ich habe im Querschnitt bestimmt mit fast 1000 Menschen mit MS zumindest Kontakt gehabt oder mal geschrieben oder auch teilweise telefoniert. Und wie du schon sagst, ich würde sagen, dass 70% der Leute wirklich einen besseren Verlauf haben und dass die wenigen sind, die wirklich die schlimmen Verläufe haben. Woran das liegt, kann ich nur spekulieren. Ich glaube, eine große Sache ist, dass wir heute viel aufgeklärter sind. In den 70ern, 80ern, 90ern hatten wir das Internet nicht so stark. Wir konnten uns nicht über gewisse Diäten, über gewisse sportliche Aktivitäten informieren, wie es heute ist. Plus natürlich, die Medizin hat sich auch weiterentwickelt. Ohne jetzt Basistherapien als besonders gut oder besonders schlecht einfach neutral zu bewerten, würde ich einfach mal sagen, ich gehe mal davon aus, dass die Medikamente heute besser sein müssten, als sie es vor 20 Jahren war, weil die Forschung sich auch weiterentwickelt. Und ich denke, dass das so ein Zusammenspiel ist von neuen Medikamenten, guter Ernährung, viel Wissen, Stressmanagement, und dass wir so eine 360-Grad-Allround-Therapie uns eigentlich heutzutage zusammenstellen können. Und alles trägt so ein bisschen dazu bei, dass wir einen besseren Verlauf haben als noch natürlich derjenige, der die Diagnose in den 70ern zum Beispiel gestellt bekommen hat.
Ja, ich denke auch, dass zum Beispiel die Diagnostik einfach besser geworden ist. Ne? Also heutzutage kann man ja mit viel genaueren MRTs einfach viel genauer hinschauen. Also mein Neurologe meinte mal zu mir, Frau Musa, heutzutage kriegen Leute MS-Diagnosen, die hätten früher gar keine bekommen. Wir hätten die Läsionen im Hirn früher gar nicht sehen können. Das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, diesen Gedanken, dass natürlich auch einfach MS früher erkannt wird und man quasi früher ja auch diese Chance durch die Diagnose bekommt, etwas zu ändern. Und da hast du recht. Oder? Also, und wenn ich jetzt gerade von Chance rede, dieses Wort hattest du auch im Vorgespräch erwähnt, dass du findest, dass die MS auch eine Chance für ein neues Leben sein kann. War das bei dir auch so und wie lange hat das gedauert, dass du sozusagen diese Chance erkennen konntest? damit bringst du mich tatsächlich ein bisschen zum Schmunzeln, weil das ist so eine Sache, die versuche ich viel zu kommunizieren. Ich habe damals irgendwann zu mir gesagt, wenn man am Ende ist, kann man wenigstens neu anfangen. Schöner Spruch. Das habe ich irgendwie verinnerlicht und habe dann gemerkt, es hat lange gedauert, weil du gefragt hast, wie lange das gedauert hat. Anderthalb, zwei Jahre, bis ich irgendwann hatte ich mich selber satt und ich hatte es satt, schlechte Laune zu haben, weil ich auch gemerkt habe, meine ganzen Einschränkungen, die ich hatte, also ich hatte ja wirklich starke Schübe, dass die rechte Körperhälfte gar nicht mehr funktionierte, dass ich weder mit der rechten Hand eine Faust machen konnte, noch mit dem rechten Fuß auftreten. Und bei mir schlägt es häufig auf die Augen, dass ich ein Sehnervproblem habe und auch dachte, okay, jetzt wirst du blind. Ja. Na? Und MS ist ja so vielseitig. Ich meine, ein blinder Mensch ist ja schon, das ist ja schon eine Behinderung für sich, blind sein. Ja. Aber nur weil ich dann blind werde, heißt es nicht, dass es aufhört. Ja. Ich könnte zusätzlich trotzdem noch eine Gehbehinderung kriegen. Ich könnte sogar meinen Geschmackssinn auch noch verlieren. Ich könnte nicht mehr richtig hören oder sprechen können. Geschweige denn einfach nur auf Toilette gehen und meine Blase entleeren. Also es gibt ja so viele Sachen, die ja noch passieren können. Ja. Aber das hatte ich alles zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann habe ich mir gesagt, ey, ganz ehrlich, solange ich doch jetzt noch alles machen kann, wäre es doch verschwendete Zeit, diese schon mit Trauer zu verbringen. Wenn ich unbedingt irgendwann weinen möchte und traurig sein, dann, wenn ich wirklich erst was habe. Und auch heutzutage sage ich auch dann nicht mehr. Aber damals habe ich das so irgendwann für mich realisiert und gesagt, okay, jetzt mach doch einfach die Dinge, die du machen möchtest und versuch wieder Spaß am Leben zu haben. Jammern kannst du immer noch später. Irgendwie so habe ich dann es hinbekommen, mich da so langsam aus diesem Tief rauszukämpfen. Ich wurde mal angefragt für ein Interview, in dem es um Resilienz ging. Ich weiß nicht, ob das Wort dir was sagt, aber glaubst du, dass wir besonders resilient sind vielleicht? Ich frage mich das manchmal, weil du kennst diese Frage und ich kenne diese Frage, wie schafft ihr das nur, irgendwie diesen Perspektivwechsel hinzubekommen? Und ich kann zwar ganz viel sagen, naja, immer wiederholen, ne, trainieren wie so ein Muskel, aber so richtig erklären kann ich es nicht. Ich frage mich manchmal wirklich, ob das einfach ja wie so eine Veranlagung zum Optimismus ist oder so, oder? Ja, ich glaube, das liegt auch viel tatsächlich am Charakter und den Einflüssen, die wir dann bekommen. Deswegen ist unsere Arbeit, die wir hier machen, du und ich und noch viele, viele andere so wichtig, dass wir die Leute frühzeitig abholen, dass wir ihnen diese Gedanken einpflanzen. Weil es gibt natürlich starke Charakter und auch schwächere Charakter, so wie es extrovertierte und introvertierte Menschen gibt. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Keiner ist besser als der andere. Nur ich bin auch ein Mensch, ich habe schon früh im Leben angefangen zu kämpfen. Vor der MS hatte ich viele Dinge in meinem Leben schon erlebt und gesehen, die manche noch wahrscheinlich im Erwachsenenalter nicht erlebt und gesehen haben. Und ich war von Natur aus schon vom Charakter so, dass ich irgendwann mich immer selber aus so Sachen wieder rauskämpfen konnte. Aber wäre ich jetzt jemand sehr Behütetes vielleicht, der von Problemen immer ferngehalten wurde und nie gelernt hat, wirklich seine eigenen Probleme auch für sich zu lösen, dann kann ich mir vorstellen, dass es gut wäre, jemanden zu haben, der ihn da so ein bisschen an die Hand nimmt. Und deswegen sind wir ausschlaggebend, ohne uns jetzt so sehr auf die Schulter zu klopfen. aber dass wir dieses Denken entwickelt haben und die das Denken halt nicht selber entwickeln können, denen geben wir so ein bisschen den Anstupser dahin, dieses positive Denken zu trainieren. Das ist, finde ich, ein interessanter Ansatz, denn ich bin ja schon irgendwie der Meinung, dass MS, das ist jetzt wieder meine Aluhut-Theorie, ja, aber ich bin ja schon der Meinung, dass MS irgendwie schon auch mit so, sage ich mal, Traumata der Kindheit zu tun hat, dass es etwas mit einem gewissen, dass man schon sehr früh sehr doll kämpfen musste in seinem Leben irgendwie zu tun hat, weil ich weiß, dass wir Menschen mit Multiple Sklerose
fähig sind, unglaubliche Dinge zu erreichen, einen unglaublichen Dickkopf oft haben. Fast alle sind mega ungeduldig und wir schaffen es halt, so eine unglaubliche Anspannung in unserem Nervensystem und unserem Körper zu kreieren und so einen krassen Stress. Also, ne, ich meine, du bist auch Veranstaltungskaufmann, hatten wir, ich bin Veranstaltungskauffrau, ja, der stressigste Job ever. Das ist so witzig. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie das sich halt häuft oder dass viele Menschen, die Multiple Sklerose haben, halt auch mit so frühkindlichen Traumata und so Kampferfahrungen irgendwie zu tun hatten. Also es würde dann irgendwie wiederum Sinn machen, dass wir auch alle in uns diese Fähigkeit tragen, einen eigenen Umgang mit der Diagnose zu finden. Also der Meinung bin ich auch total. Das kann man auf jeden Fall erlernen. Und natürlich wird es für die einen einfacher sein, wenn sie wie du jetzt schon irgendwie ihr halbes Leben, sich selbst irgendwie durchbringen müssen. Aber ich glaube schon, dass man das auf jeden Fall lernen kann. Ja, doch, da bin ich auch deiner Meinung. Also das ist, wie du sagst, das ist wie so ein Muskel, den man trainieren kann. Man kann ja auch lernen, negativ zu denken. Das machen ja die meisten Menschen. Man kriegt ja zu oft im Leben gesagt, ja, das kannst du nicht oder dafür bist du nicht geeignet. Und wenn du das, umso öfter du es hörst, desto mehr glaubst du das. Und genau andersrum geht es ja auch. So ein gutes Beispiel ist, du kennst das sicherlich, wir kriegen 100 Kommentare, wovon 99 wirklich schön sind und einer ist schlecht. Einer schreibt was Böses. Und du zermarterst dir den Kopf dann den halben Tag über diesen einen schlechten Kommentar, weil man es irgendwie doch allen recht machen will. Und das musste man auch erstmal lernen. Nein, das ist nur einer von 100. Und konzentrier dich doch auf die 99 schönen Dinge und lass den einen halt den einen sein. Du kannst nicht allen Menschen recht machen. Und das kann man tatsächlich üben. Und das muss man halt täglich üben. Das ist halt, also ich finde es schon echt schwer, wenn so Anfeindungen kommen, das auszublenden und es nicht mitzunehmen. Also ich habe mich auch voll gefreut, als ich dieses Video gepostet habe und mich gegen die Hater gewehrt habe und dann irgendwie auch sofort du und irgendwie unsere coole, super MS-Community, da habe ich mich echt gefreut, was da für ein cooles Port kam irgendwie von allen. Weil man nimmt es irgendwie schon mit nach Hause. Also ich finde schon, dass es krass ist. Ja, als du das gemacht hast, habe ich mich sofort wiedergefunden. Ich habe ja vorher schon, bevor ich mit meiner MS offen umgegangen bin, YouTube-Videos gemacht und da musste ich auch so viel Müll in den Kommentaren schon immer lesen. Das habe ich mir am Anfang so stark zu Herzen, das habe ich mir aber sehr lange zu Herzen genommen. Und es ist nicht so, dass ich heute das immer noch einfach so abprallen lassen kann, aber ich kann damit mittlerweile besser umgehen, weil ich mir auch sage, guck mal, da sind aber auch ganz viele, die es halt gut finden, was du machst, ne? Und das darf man dann in dem Moment nicht vergessen. Ja, ich fand das, ich habe dich das erste Mal in einem YouTube-Video auch von dir entdeckt und das war ein Video, in dem du geweint hast. Und es ist mir unglaublich nahe gegangen, wirklich. Ich habe das, glaube ich, auch bei mir auf Facebook geteilt und dachte mir, boah, wer ist das? Und so, du warst irgendwie, finde ich, so offen und so verletzlich in diesem Video. Und ich finde ja sowieso, dass Verletzlichkeit eigentlich somit das Mutigste ist, was man machen kann. Aber wie ist es für dich, dich so verletzlich zu zeigen und auch als Mann? Denn ich wollte auch so ein bisschen mit dir über Männlichkeit und MS sprechen und finde es eigentlich ganz interessant, dass du in deinem ersten Video, in dem du über MS sprichst, weinst. Ja, da kriege ich halt wieder ein bisschen Gänsehaut. Ich habe es mir zufälligerweise, das Video, wovon wir gerade sprechen, das ist mein allererstes Video, es hieß Mein Kampf gegen MS. Da sind so viele Sachen zueinander gekommen, warum ich dieses Video gemacht habe. Also zum einen, ich war bei der Diagnose noch in einer Beziehung, aber kurz vor der Diagnose wollte ich mich schon länger trennen. Ich war nicht glücklich damit. Und als die Diagnose kam, war ich in dem Moment erstmal etwas egoistisch und habe gesagt, okay, wer nimmt mich denn noch, wenn ich jetzt Single bin? Ich bleibe jetzt in dieser Beziehung, auch wenn ich nicht glücklich bin. Das ist total gemein eigentlich, aber so, ich dachte mir, ich hab jemanden besser als nichts. Hast dich ja wie ein Ertrinkender da in den letzten Hallen geklemmert. Das versteht man ja schon, also. Ja, aber meiner Ex-Freundin damals total unfair gegenüber, dass ich sie ja irgendwo nur ausgenutzt habe, dass ich halt wenigstens nicht alleine bin, aber ich konnte ihr gar nicht die Liebe zurückgeben, die sie gebraucht hätte. Naja, früher oder später habe ich dann mich mit ihr ausgesprochen und wir haben diese Beziehung auch beendet. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie alleine ich mich dann gefühlt habe. Dann gab es diese Zeit, wo ich, es war auch Winter rum, wir haben uns zum Anfang des Jahres getrennt und das Video habe ich, glaube ich, so im Februar veröffentlicht. Ich war in der Zeit ganz alleine in meiner Wohnung, ich war viel, viel alleine, dazu das schlechte Wetter, immer früh dunkel, ich war ganz komisch wieder drauf, sehr emotional
Und eines Tages kam ich nach Hause mit meinen Einkäufen, das werde ich nie vergessen. Ich schließe die Tür auf, schließe sie hinter mir, sacke mit diesen zwei Tüten vor der Tür zusammen, lehne mich mit dem Rücken an die Tür und fange bitterlichst an zu weinen. Und da hatte ich so einen richtigen Nervenzusammenbruch, weil alles hochkam. Und ich habe ja vorher schon YouTube gemacht, habe eher so ein bisschen Comedy und irgendwie versucht lustig zu sein, vieles zu überspielen einfach. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt reden, weil ich habe vorher nie mit meiner Familie und allen weiteren viel drüber reden wollen, über die Krankheit. Weil ich so gewohnt bin, viele Dinge mit mir selbst auszumachen. Und dann habe ich die Kamera genommen und habe es einfach nur mal für mich aufgenommen. Ich hatte gar nicht die Intention, das online zu stellen. Auch aus den Ängsten als Mann natürlich oder vielleicht auch als Frau genauso. Wer nimmt mich dann, wenn das alle wissen, wenn ich einen neuen Job brauche? Welche Partnerin finde ich, wenn jetzt alle Frauen wissen, ich habe MS und so weiter? Dann habe ich dieses Video aufgenommen. Es ging ja auch recht lang, weil ich mir wirklich alles von der Seele gesprochen habe. Und dann habe ich es für mich einfach nochmal geschnitten, weil ich halt mir das nochmal anschauen wollte, was ich tatsächlich doch für Ängste habe und wie realistisch sind die meisten davon. Und ich habe währenddessen auch geweint, wie du gesagt hast. Ich habe zu meinen Gefühlen gestanden, weil es ja nur für mich gedacht war. Es war ja gar nicht für die Augen anderer erst. Ja. Und dann habe ich auch ganz lange mit mir gekämpft. Das Video war fertig geschnitten, aber ich habe es nicht hochgeladen. Und irgendwann meinte ich so, nee, ich muss das jetzt einfach, das ist meine Art der Therapie. Und dann habe ich es online gestellt. Und die Resonanz, die daraufhin folgte, war ja unglaublich. Also ich hatte sonst so 100 Aufrufe auf ein Video. Da ging es innerhalb von wenigen Tagen in die mehreren Tausende. Und ich hatte wirklich 99,9% Kommentare von Menschen, die das erste Mal mir das Gefühl gaben, nicht allein zu sein. Und so viele haben gesagt, dass diese authentische Art ihnen so gut tut. Und da habe ich gemerkt, dass ich gerade was zurückgebe, weil ich Menschen auch was gebe. Und wir geben uns irgendwie beide was. Und das war so eine Dynamik, die entstanden ist. Und da habe ich gelernt, ich werde meine Gefühle nicht zurückstecken. Wer mich mag, der muss mich so nehmen, wie ich bin. Und wer mich nicht mag und es albern findet oder peinlich oder so, den brauche ich aber nicht in meinem Leben, weil ich bin einfach ein emotionaler Typ. Ich rede über Gefühle. Und ich finde es viel stärker als Mann dazu zu stehen und auch mal zu weinen, als aus dem Grund, weil jemand anders von mir schlecht denken könnte, meine Tränen zurückzuhalten. Das finde ich ist eine viel schwächere Eigenschaft, weil ich mich dann an jemand anderen seine Meinung klammere, anstatt einfach das zu machen, wonach mir wirklich ist. Und somit finde ich es viel stärker, zu seinen Gefühlen zu stehen, als sich zusammenzureißen, weil jemand anders schlecht denken könnte. Auf jeden Fall ein krasser Schritt. Ich wusste nicht, dass du es für dich gedreht hast, das Video. Ich packe das natürlich in die Shownotes rein für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, damit sie sich das auch nochmal angucken können, das Video. Also ich teile total diese Ansicht, ne? Sobald man sich so öffnet, passieren halt auch echt wunderbare Dinge. Und irgendwie fragt man sich ja dann auch so ein bisschen, wovor hatte ich so eine krasse Angst, ne? Also, ich glaube auch dieses Single-Ding, also ich war ja irgendwie jetzt auch zwischendurch mal wieder Single ein halbes Jahr und dachte mir auch, das wird jetzt interessant. Ja, damals habe ich die Diagnose bekommen und hatte dann auch irgendwie einen Freund und das war alles kein Problem. Aber ich dachte mir dann, okay, wie wird das jetzt als Single zu daten und den Männern zu sagen, hallo, ich bin Samira, ich bin Bloggerin, ja, worüber schreibst du ja über MS? So, ne? und muss aber sagen, dass ich glaube, wenn man damit so selbstbewusst umgeht, oder sage ich mal jetzt nicht da so ein schlimmes Geheimnis draus macht, sondern einfach sagt, hey, so, das ist mein Job, das ist mein Umgang mit der Krankheit, die sieht bei mir so und so aus, die sieht bei jedem anders aus. Irgendwie kann das, finde ich, auch eine andere Verbindung gleich herstellen zu den Leuten. Also ich finde es gar nicht schwierig, Männer kennenzulernen zum Beispiel. Ne? Im Gegenteil, absolut. Ich hatte es danach viel einfacher. Ich weiß nicht, ob das dann so war, weil ich sehe aus nach harter Schale und habe dann doch so einen weichen Kern, ob das irgendwie gut ankam. Gut, es kamen auch sehr viele Anfragen tatsächlich eher so aus der gleichen Riege, also auch Mädchen, die auch MS hatten. Da habe ich recht viele Anfragen dann gehabt. ohne dass es jetzt irgendwie so arrogant klingen soll oder so. Nein, das ist total süß. Warum nicht? Klar, also. Fand ich auch ganz süß. Ja. Und ich kenne auch viele, die sich, die beide MS haben, dadurch gefunden haben. Oder eine Geschichte, die ich immer gerne allen erzähle, auch den Zuhörern jetzt hier, die Single sind, MS haben. Und ich habe auch im Livestream letzten Abstimmung gemacht, wer hat Angst, keinen Partner zu finden. Das waren sehr viele, gerade Junge. Und die Geschichte ist von Janine, ich weiß, ob du sie kennst. Janine arbeitet mittlerweile auch für die DMSG in Berlin. Und die war 6 Jahre lang im Rollstuhl durch die MS schon. Also mit 30 fing das an. Jetzt ist sie, glaube ich, 36. Die T-Shirt, die ihr hat? Die hat auch keine eigene.
Es kann sein, dass sie für ihre Selbsthilfegruppe mal T-Shirts gemacht hat, aber ich wüsste nicht, dass die jetzt so anbietet im Verkauf. Mhm. Auf jeden Fall, die hat man schon mal gesehen. Und Janine hat ihren damaligen Ehemann, also leider ist jetzt auch nicht mehr, aber die waren 6 Jahre lang zusammen, kennengelernt, wo sie im Rollstuhl war. Sie saß in der Bar in ihrem Rollstuhl, ihr Mann ganz normal, ich sag mal gesund, auch ein ganz normaler Typ, anständiger Typ, kein komischer Mensch, so, was man ja auch manchmal denkt. Ich habe zwar noch nicht drüber nachgedacht, aber... Nee, es gibt ganz viele so, oh, wenn ich im Rollstuhl bin, dann kriege ich ja nur irgendwelche komischen Typen. Nein, ganz in Anführungszeichen. Das, oh je. Ja, sozusagen. Es gibt Leute, die das wirklich denken, deswegen sage ich das gerade hier. Ja. Nee, und also das ist schon normal, sage ich mal so, aber normaler Typ. Und die haben sich kennengelernt. Es ging so weit, dass sie jetzt wirklich 4 Jahre lang verheiratet waren. Dass das alles nicht mehr gehalten hat, hat jetzt nichts mit MS zu tun. Aber da sage ich meinen Leuten, ja, auch wenn ihr im Rollstuhl sitzt, könnt ihr noch jemanden kennenlernen. Das ist kein Problem. Also es kommt von der Ausstrahlung her, glaube ich. Und Janine ist halt so eine richtige, was heißt Extrovertierte, aber einfach, die strahlt so eine Energie aus. Die lässt sich nicht über den Mund fahren, die lässt sich nicht klein machen. Und die strahlt so eine Selbstsicherheit aus, auch im Rollstuhl. Und das, glaube ich, macht viel mehr aus, als wenn man sich dann so zurückzieht. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass der selbstbewusste Umgang mit der Krankheit, und warum nicht? Also ich meine, man hat es eh irgendwie, dann kann man damit auch selbstbewusst umgehen, finde ich. Oder man kann es zumindest lernen, wenn es zum eigenen Typ passt, ne, natürlich. Aber ich denke schon, dass das, ja, dass man das auch erlernen kann. Glaubst du, dass dass es bei Männern noch mal krasser ist, so als schwach dazustehen, wenn man jetzt MS hat, so, ich kann dich nicht mehr beschützen und ich kann dich nicht, also, weißt du, dass es so alte männliche Gedanken sind, die da so ein bisschen in diesen, aus denen diese Ängste herrühren? Ja, tatsächlich, also, ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert, wir haben halt 2020, ich glaube, so diese Rollenklischees, die sollten langsam immer weniger werden. Aber nichtsdestotrotz sind wir so immer noch programmiert und veranlagt. Und auch ich, der absolut kein Macho ist oder typischer Mann in dem Sinne. Ich mag keinen Fußball, ich trinke kein Bier und ich kann um Gottes Willen nicht einparken. dennoch hatte ich auch so Rollenklischee-Denken bei manchen Sachen. Ich habe schon das Gefühl, okay, ich bin quasi der Ernährer. Ich möchte, dass meine Frau die Möglichkeit hat, dass, wenn wir Kinder kriegen, dass sie dann auch zumindest in den ersten Jahren zu Hause bleiben kann, wenn sie das möchte. Ich würde jetzt nie meiner Frau sagen, du musst jetzt zu Hause bleiben. Jeder ist ja frei, das zu entscheiden. Aber wenn sie sagt, ich würde gerne die ersten Jahre wegen der Mutter-Kind-Bindung einfach auch zu Hause bleiben, dann will ich ihr das ermöglichen. Und dann war meine Sorge auch, ja toll, jetzt hast du MS, dann hast du einen Schub, verlierst deinen Job oder bist arbeitsunfähig oder kriegst nur noch 60%, weil du jetzt lange ausfällst und die Kasse deinen Lohn zahlt. Dann hast du irgendwie ganz andere Ängste. Oder auch so, man kennt es einfach, der Mann kauft das Haus in der Regel. So, der sorgt für, sage ich mal, das Leben, so für die großen Sachen. So kenne ich es halt von meinen Eltern auch. Mein Papa ist so, der hat das Haus gekauft, der bezahlt die Autos, der macht den ganzen Unterhalt. Und meine Mama hat so für die Einkäufe gesorgt und hat so diese ganzen, hat sich um die Kinder gekümmert und die Anziehsachen für die Kinder gekauft und sowas. Und so hat man das aufgeteilt. Und so bin ich erzogen worden. Und da habe ich mich auch ein bisschen entmannt gefühlt, weil ich dachte, wenn ich das abgebe an meine Frau, und ich jetzt der bin, der zu Hause ist, es war ganz komisch. Also ich kann es nicht in Worte fassen. Aber ja, das ist als Mann, glaube ich, noch vielleicht anders. Ist es halt auch einfach dann Zeit für ein generelles neues Männerbild. Ja, ich musste gerade so lachen, weil ich voll gern Bier trinke und dachte, Gott, bin ich jetzt ein Mann? Und ich wurde nur von einer Frau großgezogen, die alles auf einmal war. Eigentlich ist es ja dann auch ein ganz guter Anlass, irgendwie mal das zu hinterfragen, ne? Und mal zu hinterfragen, ja, was macht mich denn aus als Mann oder was macht mich denn aus als Frau? Und sind es denn wirklich die Dinge, die mir vielleicht meine Eltern oder meine Großeltern vorgelebt haben, irgendwie, ja, die selber in den 50er oder 60er Jahren geboren wurden? Also eigentlich ist das ja auch sogar noch eine weitere Chance, ja, um hier mal groß zu denken, zu sagen, hey, also irgendwie kann ich mich auch als Mensch ganz neu definieren und sagen, dass ich jetzt ein Mensch bin, der Hilfe annimmt und der das nicht als eine Schwäche sieht, sondern als eine ziemliche Stärke ansieht, Hilfe anzunehmen. Ne? Also ich weiß nicht, ob du auch so bist, dass du immer alles allein machen willst bzw. wolltest. Ja und nein, also mittlerweile hat sich das auch geändert, aber das sind alles positive Eigenschaften, die ich halt dank der Krankheit erst mir angeeignet habe, wo wir anfangs drüber schon gesprochen haben. Ich habe ein so ein wunderschönes Bild auch gesehen, also das habe ich
kein Bild, das habe ich wirklich gesehen. Ich war im Auto und vor mir an der Ampel hatten so ein circa 9-jähriges Mädchen, ihrem Papa, der hatte halt nur ein gebrochenes Bein, aber die hat ihn im Rollstuhl geschoben. Zumindest hat sie versucht, ihm so ein bisschen zu helfen. Mhm. Und ich habe auch einen Freund, dessen Mama MS hat und der hat das als Kind alles mitbekommen und der auch gesagt, das hat mich ganz anders geprägt auf eine Art und Weise. Gar nicht im Negativen. Ich habe einfach früh gelernt, was Hilfsbereitschaft ist, dass man, dass die Familie zusammenhalten muss. Und ich glaube, heutzutage kann das auch Werte unseren zukünftigen Kindern vermitteln, wenn es mal nicht so gut läuft mit der MS, dass man sich einfach untereinander hilft, dass Familie wichtig ist. Und was ich damals gesehen habe als, oh Gott, ich will meinen Kindern nicht zur Last fallen und ich möchte der perfekte Papa sein können, dass das gar nicht, es gibt nicht Schwarz und Weiß denken, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und da habe ich auch einfach für mich entschlossen, okay, wenn ich Kinder bekomme, werde ich sie von Anfang an auch, sobald sie es verstehen können, aufklären, was der Papa hat und was passieren kann und dass wir einfach nur zusammen stark sein müssen. So, das ist, denke ich mal, ein Denken, was denke ich mal, ein Denken ist auch gut, was sich heute geändert hat, ja. Mhm. Und gibt es auch Dinge, die du dir von deiner Partnerin wünschst in Bezug auf deine Krankheit oder wünschen würdest? Ja, also ich habe direkt am zweiten Treffen davon erzählt, dass ich MS habe. Ich meine, ich kann es nicht verheimlichen. Du googelst mich und findest, glaube ich, auf der ersten Seite direkt einen Link von irgendwelchen MS-Themen zu mir. Ja, kann das heißt, ich hatte gar keine Möglichkeit, das irgendwie erfahren. Für mich zu behalten. Genau, genau. Und ich habe mir am Anfang nur von ihr gewünscht, dass sie sich wirklich klar macht, was es im Worst-Case-Szenario für sie bedeuten könnte. Dass sie dann nicht zu naiv an die Sache rangeht. Einfach nur... Ich meine, ich rede nie gern vom Worst-Case-Szenario und ich bin ja auch ein optimistischer Typ, das haben wir auch schon besprochen oder du auch, dass wir gar nicht erst davon ausgehen. Ich sage nur, wenn es passieren könnte, dann sei dir bewusst, was auf dich auch zukommen kann. Und nur wenn du damit leben kannst, lass uns eine Beziehung führen, weil ich habe Angst, dass ich dir später was nehme oder dass du nach 40 Jahren sagst, oh mein Gott, wieso habe ich mich dafür entschieden? Ich habe mich aufgegeben, meine Träume aufgegeben für meinen Mann. Aber meine Freundin hat damals mit den schönsten Worten halt reagiert, sie das weiß und ihr das komplett egal ist, weil sie mich nicht für die Hülle liebt, in der ich stecke, sondern für die Seele, die in meiner Hülle steckt. Und inwiefern das Arbeit bedeutet, ist ihr das alles wert, wenn sie dafür meinen Geist einfach bei sich haben kann. Und das war das Schönste, was ich jemals gehört habe. Plus, dass sie halt meinte, wenn ich in 3 Jahren einen Autounfall habe und nicht mehr richtig laufen kann oder im Rollstuhl bin, dann würdest du dich natürlich. Da auch um mich kümmern. Na, und dann, ja. Natürlich, ja. Von daher. Ich glaube, das ist das Größte, was man bekommen kann. Und also, was ich auch immer interessant finde, ist, oder gut finde, ist, wenn Leute sich für die MS interessieren und Fragen stellen. Also, ich bin jetzt gerade quasi auch wieder frisch vergeben und das fand ich halt voll geil, weil der irgendwie selber dann immer mit so Sachen kommt und sagt, ja, und ich habe irgendwie das und das gegoogelt und wie ist das denn bei dir? Also, immer auch diese Frage, ne, wie ist das denn bei dir? Und nicht so mit, ja, das ist so und ja. So bei dir, weil ich hab's gegoogelt, sondern so dieses Selbstinteresse oder auch mal Sachen fragt, so, ja, was ist denn jetzt irgendwie ein Schub und was genau heißt es und was passiert da? Und ich finde, da fühlt man sich halt irgendwie auch ernst genommen, wenn jemand fragt, was ist es generell, was ist es bei dir, wie ist es bei anderen, einfach um sich so ein besseres Bild von der Krankheit zu machen. Also das finde ich irgendwie super, super toll und eine ganz große, ja, großartige Umgehensweise damit. Ja. Das ist die beste Umgehensweise, sage ich auch. Also ich habe auch mal einen Beitrag dazu gemacht, dass wir MS-Betroffenen uns natürlich nach der Diagnose sehr im Mittelpunkt sehen. Aber unsere Angehörigen meinen es ja auch nur gut teilweise. Ne? Also die wollen ja auch nur helfen. Und da habe ich auch versucht, den Tipp zu geben an erstmal die MSler, seid nicht zu hart mit den Leuten um euch herum, weil natürlich sagt man immer, ihr könnt mich nicht verstehen, ihr habt das nicht, ihr wisst nicht, wie das ist. Aber wir wissen auch nicht, wie schwer das für eine Mutter sein muss, wenn sie erfährt, dass ihr Kind chronisch krank ist. Ne? Das ist auch wieder so eine, wir haben noch keine Kinder, wir können uns auch nicht in diese Lage versetzen. Und deswegen ist für mich dann die Erkenntnis gewesen, das Beste, was wir eigentlich machen können, ist uns gegenseitig Fragen stellen. Wie fühlst du dich? Ja. Willst du reden? Worüber willst du reden? Statt anzunehmen, wie du es auch gerade gesagt hast, ja, du hast bestimmt jetzt Angst, dass du im Rollstuhl sitzt, mein Kind. Nee, mach dir mal keine Sorgen, das wird schon nicht passieren. Da fände ich es auch schön, wenn man gefragt wird, hast du Angst davor? Und wenn ja, was ist denn die Angst davor, wenn es so ist? Ja. Ne? Und dass man da einfach... Und wenn du jetzt so ein bisschen in deine Zukunft blickst, magst du erzählen irgendwie kurz, was bei dir ansteht? Was können wir von dir erwarten, lieber Kevin? Ohne Erwartungsdruck, natürlich. Was meine Zukunftspläne angeht? Ja,
man hat ja mitbekommen vielleicht, wenn man mich jetzt schon kennt, dass ich vor weniger Zeit, also kurz vor Weihnachten, tatsächlich meine Arbeitsstelle verloren habe, wo ich 4 Jahre lang tätig war. Ich habe aber schon die letzten 1,5 Jahre auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt, ich würde mich so gern selbstständig machen. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und das war schon immer mein Traum. Ich habe mittlerweile mir nebenbei immer viel aufgebaut. Also ich glaube, ich hatte zuletzt 4 Nebenjobs neben meinem Hauptjob, wovon 2... Also ich bin ein Arbeitstier, bei mir gibt es keine Wochenenden, was das angeht, aber auch nicht, dass ich so viel Stress habe, dass es jetzt meine Krankheit tangiert, das ist alles, ich mache das alles gerne. Wollte gerade sagen, nee, wollte schon schimpfen. Nee, es ist ja, wenn du es gerne machst, arbeitest du ja nicht, das ist ja wie einem Hobby nachgehen, ne? Wenn du gerne kletterst, ist das ja irgendwie auch kein, naja, egal, auf jeden Fall, habe ich da 2 dieser Nebenjobs, die liefen so gut, dass ich auch beinahe davon hätte leben können. Ich hätte noch vielleicht ein halbes oder dreiviertel Jahr gebraucht, um das zu festigen, dass ich sagen könnte, ja, jetzt sind die Einnahmen regelmäßig. Momentan bin ich ins kalte Wasser geworfen worden und dachte mir, ich gehe jetzt diesen Schritt. Inwiefern, das müssen die Leute dann tatsächlich bei mir auf dem Kanal verfolgen. Ich kann auch nicht über alles so sprechen jetzt gerade, solange es nicht in trockenen Tüchern ist. Aber ich gehe davon aus, dass ich mich zum März hin mein Gewerbe anmelde, mich selbstständig mache und das Ganze wird auch im Bereich Multiple Sklerose sein, damit es Menschen mit MS besser geht. Das ist so mein Ziel. Das ist meine Berufung. Ich hoffe, dass ich mit Gutem, was Gutes tun, einfach meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, weil dann würde ich jeden Tag aufwachen und wüsste, ich mache was für mich und für Menschen und nicht nur für den Porsche meines Chefs. Kevin, ein wunderbares Schlusswort war das jetzt gerade. Ja, ich danke dir vielmals für deine Zeit und es hat total Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich finde, dass du jetzt schon ganz, ganz vielen Leuten hilfst und bedanke mich echt für deine ja, Initiative und auch, dass du so aktiv in der MS-Community bist und uns alle so ein bisschen untereinander vernetzt und ja, wollte mich da auf jeden Fall ganz doll bei dir bedanken. Und dann, es ist ja jetzt kurz vor Weihnachten, wünsche ich dir schöne Weihnachten und einen guten Jahreswechsel und natürlich auch allen, die hier zuhören. Das ist ganz lieb von dir. Ich möchte mich bedanken, dass du mir die Möglichkeit gibst, auf deiner Plattform hier zu sein heute. Dass wir einfach auch zusammen mal quatschen konnten über die Themen. Und ich hätte mit dir jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden können. Ja. Wir hatten ja im Vorgespräch auch noch einige Themen, die jetzt gar nicht mehr zur Sprache kommen konnten. Aber ich fand es ganz toll, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Das dürfen die dir ja gerne mal in Kommentarfunktionen mitteilen. Unbedingt. Liken. Sternen, teilen, Däumchen genau. Nach oben auf allen Plattformen. Richtig. Und schenkt mich das Weihnachten. Dann wollte ich mich auch abschließen mit den Worten, dass ich dir auch ganz tolle Weihnachten wünsche. Du bist ja noch schön im Warmen, genieß es dort jeden Moment. Du weißt ja, wie es ist. Die kleinen Momente machen den Unterschied. Und auch an die Zuhörer. Frohe Weihnachten, schöne Festtage und einen guten Rutsch. Mach's gut, lieber Kevin. Alles Gute dir. Tschüssi. Tschüss.